Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir sind auf dem Weg zum Konverter. Warum ist das nicht? Ich weiß nicht, auf der Kette das doch. Ich hätte das doch auf der Karte markiert. Warum hat man das nicht angezeigt? Ist ja komisch. Ach, da unten. Es ist gelb. Ich habe es vor lauter Schnee nicht erkannt. Alles klar. Ich hoffe mal. Kommen da jetzt hin. Oh Gott. So. Ja, komm her. Oh. Mist. Mist. Mist, Mist, Mist. Na komm, schweig weg. Gucken. Schnaps. Unverkäuflich. Missionsgegenstand. Ach, das war das, was ich gefunden habe in diesem... Ich weiß es nicht mehr genau. In dieser Fabrik. Er braucht immer so lang für den ersten richtigen Hieb. Das ist irgendwie... blöd. Ich mag dieses Geräusch, wenn man hier über Schnee läuft. Kratz, 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 kratz. Ja, ist echt ein bisschen schwierig, hier hochzukommen. Aber ich denke mal, von der Seite wird es wahrscheinlich einfacher. Ein Patron. Wow. Wow. Geh mal weg. Geh mal in die andere Richtung. Nimm mal bitte einen Halt dran. Das ist jetzt ein bisschen too much sonst. Der ist noch ein bisschen stark. Allerdings nicht stark genug für uns. reines Elex. Viermal. Geil. Okay. Upsi. Ich glaube, der könnte... Schwebt dieser Stein? Okay, interessante Bergkante. Aber das könnte der Weg da rein sein. Na komm, das schaffst du. Wir lassen den mal einfach da stehen. Der ist mir ein bisschen zu dick, der Dicke da. Was auch immer er ist. Stallracken sind nicht das Problem. Oh Gott, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Komm, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Na? Also irgendwie hänge ich im Zaun. Moment. Jetzt. Okay, den können wir ja Gott sei Dank ja echt stehen lassen. Ohne uns darum kümmern zu müssen. Und die restlichen Kristallratten da sind uns auch egal. Ich habe hier gesehen, hier ist ein Eisenvorkommen. Wenn ich... Nehmen wir mal gleich mit. Wir meißeln uns so gut durch, ne? Ah, die neue Rüstung gefällt mir. Ich habe echt gedacht, so die andere ansparen oder vielleicht doch die nehmen. Ich nehme mal fast an, dass die hier sogar reicht. Also ich weiß nicht, ob die fürs Endgame wirklich reicht, aber ich hoffe es einfach mal. Da liegt doch ein Schwefelbrock. Ich gehe davon aus, dass wir sowieso schon total überlevelt sind, weil ich ja doch das ein oder andere erledigt habe. Also wenn wir am Ende ankommen, meine ich jetzt so, Endgame, dann sind wir garantiert ein bisschen überlevelt. Aber es ist jetzt, finde ich, nicht so schlimm bei mir. Ich bin immer froh, wenn ich ein bisschen überlevelt bin. Dann kackt man nicht so total ab. Ja, ich schätze mal, wir müssen irgendwie hier hoch. Da ist der Konverter? Nee. Der ist da, wo wir... Auf jeden Fall ist da so ein Plateau. Und ist das hier schon der Eingang zum... Ah. Oh, gruselig. Ja. Yep. Das könnte... Da könntest du recht haben. Okay.
war mein Gedanke gar nicht so falsch. Dann ist hier eine Eingangsstraße. Was ist denn da hinten? Moment. Das muss ich mir mal eben angucken. Ich weiß, wir machen den Konverter, aber ich muss mir das trotzdem angucken. Außerdem, ach, guck mal, hier Zeug. Hier war ich noch nicht. Da ist ein Müllsack. Den wir aber nicht bieten können. Au! Doofes Viech. Seit ich das Amulett nicht mehr trage, werden wir halt von den ganzen kleinen Viechern angegriffen. Aber ich denke mal, ja, das ist jetzt halt, das ist jetzt halt so. Da ist noch ein kleines Heilkraut. Weil das Licht ist hier so seltsam, ne? Das ist ganz komisches, ungesundes Licht. Nehmen wir mal an, das hat was mit dem Konverter zu tun. Ich würde gerne... Ich setze das mal in einen Quickslot. Einfach so für zwischendurch mal ein bisschen Heilung. Ich muss unbedingt gucken, dass ich wieder blutige Burger mache oder einen Steakteller oder so. Ich habe ja einiges an rohem Fleisch gesammelt. Yes. Da ist, das ist da hinten, das Viech. Was ist das für eine Agro-Range? Alles klar. Da ist der eigentliche Konverter. Hier waren wir noch überhaupt nicht, ne? Hier waren wir noch gar nicht. Ja, den räumen wir mal komplett auf hier, den Bereich. Und danach, denke ich, wird es dann wirklich Zeit, dass wir mal versuchen, Ulbrichts Großoffensive zu machen. Gucken, hier ist bestimmt noch mehr Loot. Ich könnte jetzt die Sonnenbrille aufsetzen, aber... ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwas mega Tolles in der hintersten Ecke ist. Das ist es ja eigentlich eher selten. Da oben könnte noch was sein. Das sollten wir mal. Ups. Fallschaden, ey. Da sollten wir mal gucken. Manchmal ist hier oben ja wirklich das ein oder andere. Ja, hier ist zumindest ein Machtstoß und. Machtwelle. Okay, ich benutze die zwar jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Diese Sachen, Drohnenkontrolle wäre mir ganz recht. Eine neue. Okay, hier ist nichts. Ja, da unten sind... Ich weiß nicht, ob das ein Geschütz ist. Okay, dieser Baum ist im Felsen. Alles klar. Ach, hier ist so ein... Ach, so ein Schildding ist das. Ist allerdings inaktiv. Das ist Wasser. Das sind Wasserflaschen, aber ich kann sie nicht nehmen. Why? Sehen aus wie sonst Wasserflaschen, die man nehmen kann. Ein Energieriegel und ein kleiner Heiltrank. Ein Geldbündel, das ist aber nett. Ich hätte auch noch mehr nehmen. Ich hätte den hier gerne looten. Den, das, was auch immer, das Geschütz. Den Geschütz, ne? Das Geschütz. Sieht so ein bisschen verlassen aus hier. Ich gehe davon aus, dass der Schein trügt, aber... Sieht so... Keine Ahnung. Ich traue dem Ganzen nicht. Boah. Hier ist so richtig... Diese Kälte. Diese greifbare Kälte, die ja... Oh. Was ist hier? Der Eingang ist zu? Ohne Schlüssel wird das nichts. Oh, die haben das versperrt. Ah, schlaue Kerlchen. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Okay. Gucken, ob man hier noch irgendwie hin kann. Die haben sich da wahrscheinlich eingeigelt, weil... Das
Sie werden ja irgendwie gerade von allen Seiten angegriffen. Es kann natürlich sein, dass ich hier erst Ulbrichts Großoffensive machen muss, bevor ich in diesen Konverter reinkomme. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gefährliche Gegend. Yep. Ja, Kaya, da hast du wohl recht. Da hast du recht. Und hier ist halt auch nirgendwo irgendwas, wo ich sagen würde, hey, hier können wir einen Schlüssel uns von jemandem holen. Hier ist einfach niemand. Was mich aber auch schon wieder wundert, ne? Keine Kampfmaschinen, keine Alps, niemand? Da unten ist irgendwas Rotes, aber das müssen keine Alps sein. Das ist auch irgendwas. Das klang jetzt ein bisschen. Ach, das ist der Konverter. Der macht dieses Geräusch. Okay. Wir laufen jetzt hier einmal rum. Also der Konverter arbeitet auf jeden Fall. Das merkt man ja daran, dass hier alles kalt ist. Ist natürlich so ein bisschen heavy-handed, ne? Das mit der Symbolik, dass wenn immer die Konverter aktiv sind, alles dann in Eis und Schnee versinkt. Aber es passt ja dann auch trotzdem wieder. Ich bin halt ein Freund von eher feinen, so ein bisschen versteckten Symbolen und nicht so Bam-in-your-face-Symbolik, aber es ist okay, es ist okay. Wir wissen das ja. Ja, hier kommen wir nicht rein. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, sich da rumzutreiben, wo das der Konverter hier diesen Laser in den Boden gehauen hat. Ist ja offensichtlich extrem kalt ist. Oh, das Elex. Ich werde hier auf dich warten. Ja, kannst du. Ich hoffe, das schaffen wir. Mich ein bisschen einsammeln. Oh Gott, das war der Laser. Okay. Sollte man aufpassen, offensichtlich. Ja, aber die haben es hier alles komplett abgeriegelt. Ich komme hier nicht hoch. Ich glaube nicht, dass der... Oder kann ich... Nee. Es ist da oben, aber ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen Schlüssel, um reinzukommen. Okay, die roten Punkte sind außerhalb, da brauchen wir uns nicht kümmern. Ja. Ohne Schlüssel wird das nichts. Hm. Okay, dann haben wir es jetzt lang genug versucht, würde ich sagen. Wir machen das mal. Das hat ist so gleichwertig, finde ich. Dann machen wir das jetzt mal. Und ich gehe aber nochmal ins Lager der Mitte zurück. Gucke ich mal schnell, dass ich da. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht Brot bekomme. Damit ich mir blutige Burger machen kann. Beziehungsweise ich guck mal, was ich für einen Steak-Teller noch brauche. Aber ich guck mal hier eben beim Händler vorbei. Ich kann ihm noch Zeug verkaufen. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Hier immer noch der kleine Heiltrank, den ich immer noch nicht einfach mitgenommen habe. Auch super. Immer gedacht so, ach nee, besser nicht. Nachher gibt es Ärger, wenn man den mitnimmt. Bin da ja manchmal ein bisschen vorsichtiger. Pures Mana, ja, das brauchen wir für. Obwohl, ich weiß nicht, ob das Kaya noch braucht. Ach Gott, Zettel hier. 30 alte Münzen. Sehr schön. Ja, sind alles diese Anleitungen. Da hatte ich ja schon mal verkauft.
Okay, dann gucken wir mal gerade, ob du Brot hast. Was Trockenfleisch. Nee, er hat alles Mögliche, aber kein Brot. Mal gucken, was ich noch an Tränken selber machen kann. Dann brauche ich nicht... Erhöht dauerhaft. Können wir noch einen machen? Oh, wir können einen machen. Wir haben wieder Kronstöcke. Yes! Okay, dafür brauchen wir immer den Kronstöckel und den kriegen wir ja nur an ganz bestimmten Stellen. Einmal der und einmal der. Dann nehme ich lieber den. Oh, ich kann zwei machen. Ich kann nur zwei? Ich kann nur zwei. Ach, weil ich nicht genug Wein habe. Alles klar. Ich bräuchte eindeutig mehr Wein. Machen wir davon. Ja, okay. Ja, ich möchte nichts riskieren. Also, ne? Wie war das? Hier konnten wir jetzt... Können wir hier eigentlich irgendwas Neues reinsetzen? Können wir da was... Ich weiß nicht. Irgendwie können wir hier auch nichts machen. Also steigern kann man das Ding nicht. Kleiner blauer Stein, kleiner... Ah ja, genau. Habe ich vielleicht... Kann ich wieder vielleicht Steine... machen? Weißen Stein. Okay. Haben wir denn... Wir haben hier einen... Achso, wir haben schon einen weißen, keinen kleinen. Haben wir... leider nicht. Wir haben nicht genug... Das sieht aus wie ein Pokéball. Witzig. Was haben wir denn im Augenblick drin? Wir haben im Augenblick drin Bonus Gesundheit, Bonus Resistenzen und den hier. Brotschlag. Nee, finde ich auch mit am besten. Erfahrung Quests finde ich jetzt nicht so sinnig. Also, könnte man machen, aber finde ich jetzt nicht so nötig. Also, wir kriegen eigentlich ziemlich gut Erfahrungspunkte, finde ich. Ja, das kann ich nicht steigern, weil ich jetzt sowieso nicht... Jetzt habe ich nicht genug Elixit. Wir hätten jetzt genug pures Mana und ich hatte, glaube ich, auch, genau, ich hatte nämlich darauf extra gelevelt. Ich könnte natürlich gucken, dass ich noch irgendwie jetzt genug Elixit zusammenkriege, dass ich das Ding verbessern kann. Woher kriegen wir jetzt so viel? Wüsste ich jetzt gerade nicht. Also... gerade. Blutigen Burger, ja, Brot. Was ist denn mit dem Steakteller? Den können wir machen. Weil wir nur Setzerbrot dafür brauchen. Super, ja, okay, alles klar. Gut, gut, gut. Gute Asselfleischsuppe. Plus 10 Rüstung. Aber plus 10 Rüstung ist, das ist kein großen Heiltrank mehr jetzt gerade, ehrlich gesagt, wert. Da ist mir das lieber, dass ich den, den Steakteller ein bisschen, den setze ich jetzt mal, wo ist er denn? Da. 17. Ich denke, das ist ganz gut. Den setzen wir mal da rein. Der gibt uns einen Bonus auf Angriffsstärke. Das ist richtig gut. Der blutige Burger ist halt super für die Regeneration, ne? Aber ansonsten... Hey, oh. Hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Ja, und
Dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut, die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Ach komm schon, du weißt doch, was ich meine. Wie geil, die zwei sind ja echt niedlich, Drucks. Ach Gott, ja komm hier. Ach Crony, sei nicht eifersüchtig, geh weg. Ja. Ja, und für mich ist es genauso. Wir sind mehr als nur Freunde. Wirklich? Oh, das freut mich, dass du das so siehst. Ja. Ich... Hör zu, wir sollten in Ruhe darüber sprechen. Am besten ungestört. Ja. Ja, das sollten wir. So, da wären wir. Ja, da wären wir. Du bist unsicher, aber das brauchst du nicht. Ich bin nicht so gut in solchen Sachen. Ja, ich weiß. Nein, wie süß. Hupsi. Hallo, warum stehst du da? Alles klar, ich werde da nicht drauf eingehen jetzt. So nicht. Immer noch nicht komplett. Habe ich denn hier irgendwas drin? Ja, das war ja jetzt sehr niedlich. Die zwei sind ja echt knuddelig. Ist leider nichts drin. Kaya. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Okay. Das ist ja niedlich. Jetzt. Alles klar. Aber es tut mir sehr leid, auch wenn das... Wusst? Alles klar. So, anlegen, ablegen, ablegen. Ja, wir müssen jetzt leider uns wieder rüsten und auf geht's. Ja. Ja, wir müssen jetzt nämlich, ach, das war ja jetzt sehr niedlich. Ich wollte eigentlich sie aus der Gruppe gerade entlassen, aber... alles klar. Okay, unerwartet, aber dass das jetzt kam, aber sehr süß. Die zwei sind echt knuddelig. Ja, ich überlege gerade, ich nehme jetzt mal Falk. Okay, mitkommen. Mitkommen. Natürlich. So, wir werden jetzt nämlich aufbrechen zum Hort. Und uns an Ulbrichts Großoffensive versuchen. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ich sehe auch gerade, die Zeit ist schon fast wieder rum. Nachdem ich da versucht habe, in diesen blöden Konverter reinzukommen für eine Viertelstunde und so ein bisschen Zeit vertrödelt habe mit Handwerken. Und dann diese doch etwas überraschende Sequenz war. Also habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es, dass sie dann uns anspricht da so. Und ja. War auf jeden Fall sehr niedlich. Ich mag Kaya, ja. Also es ist. Und vor allem seine Reaktion ist halt so knuddelig, ne? So dieses, ach ja. So, ich mache jetzt nochmal einen Quicksave. Du hast hier keine Pflichten mehr. Regent der Kleriker. Geh in die Welt und zeig den Ungläubigen den Weg zu Kalan. Alles klar, das tue ich. Jawohl, oder auch nicht. Wir müssen zu Ulbricht nach oben. Alles klar.
gedacht, vielleicht könnten wir hier nochmal, was denn hier? Ja, ich will mich jetzt hier nicht unbeliebt machen, indem ich jetzt hier was klaue. Ich glaube, das wäre nicht so gut. War der hier? Nee, eins weiter, ne? Da hinten ist er. Muss ich nur gucken, wie ich zu ihm hinkomme. Judikator Ulbricht. Mhm. Alles klar. Lesen. Da draußen steht eine Wache. Ich sollte nicht direkt, wenn die Wache da draußen steht. Ne? Okay. Das wird jetzt... und Nasty ist hier. Alles klar. Ja gut, ich glaube, ich werde jetzt mal die Folge etwas früher beenden und dann starten wir die nächste Folge wirklich erstmal hier. Ich denke, es wird ein bisschen Dialog kommen, bevor wir direkt loslegen. Ich bin gespannt, was Ulbricht zu unserer Anführerin, die wir uns ausgesucht haben, für die Großoffensive sagt. Mal gucken, er wird nicht amused sein, glaube ich. Aber gut, ich hoffe, wir sind überhaupt dem levelmäßig gewachsen. Also falls nicht, wie gesagt, würde ich mir einen Reload offen halten, um das Ganze dann etwas besser abzuschließen. Ich weiß ja nicht genau, was wir machen müssen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Falls nein, schreibt es ruhig in die Kommentare. Kommentiert aber natürlich auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage dann einfach mal, macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.